So, fangen wir mit Jan an einfach. Dir zeigt die neuesten Hoodies. Here we go. Einmal diesen Hoodie von Jaded, den ich auch... Das habe ich schon gesehen. Jaded London war ziemlich schnell ausverkauft. Habe ich auch schon gesehen. Coole Kollektion von Jaded London. Die haben mich auch schon angeschrieben. Vielleicht kann es sein, dass mit denen bald eine Kooperation kommt. Video vorgestellt habe. Dort, ja, leider kleiner Fehlkauf. Und zwar habe ich mir nämlich in der Größe L bestellt. Ja, das ist schlecht. Ich habe auch gedacht, dass ich eine Größe L hätte. Ich hab ja schon... Bitte, Jaded London, die können sich aber ernsthaft einmal was überlegen mit ihren Größen, die sie da machen. Ganz ehrlich. Ich habe nur 32 bestellt. Die Jeans sind mir ein bisschen zu eng. Und die eine Paisley-Hose, die ich habe, die ist wieder zu weit. Kann man das im... wer macht das bei euch? Drei unterschiedliche blinde Maulwürfe, die da alles zusammennehmen? I don't know. Einen anderen Jaded Hoodie, aber dort habe ich eine M. Somit ist der mir viel zu groß. Fitpick könnt ihr hier sehen. Ja, der Hoodie ist viel zu groß. Die Bündchen. Das funktioniert noch gar nicht. Also da merkt man, das kann jetzt vielleicht eine wilde Behauptung von mir sein. Nur mal kurz, damit ihr es auch seht. Aber das ist viel zu weit einfach. Und das ist auch viel zu weit. Das ist überhaupt nicht... Das ist uns bei der ersten Kollektion leider auch passiert. Jetzt haben wir es bei der zweiten schon in den Griff gekriegt, Gott sei Dank. Bei der dritten wird es dann noch besser. Das sind so Kleinigkeiten, die man ändern. Aber das ist leider misslungen. Kann passieren, ist halt kacke. Aber ich finde trotz, wenn diese Bündchen passen würde, dann würde er schon fitten. Auf jeden Fall. Will der alles true to size haben oder was ist da los? Zu groß, also der fittet mir überhaupt nicht, deswegen wird er verkauft. Übrigens zum Thema Verkaufen. Ich habe gehört, dass es heute um 20 Uhr, genau heute, wo das Video online kommt, es gibt nur eine Bündchen, die Giselle. 20 Uhr einen sehr, sehr großen Story-Sale auf meinem Instagram-Account. Gibt es hier mal eingeblendet, mein Instagram-Account. Gerne mal abchecken, auch ein Abo da lassen. Heute um 20 Uhr werden dort einige Sachen in meiner Story verkauft, unter anderem auch dieser Hoodie für einen guten Preis. Deswegen, Freunde... Ja, aber sonst Printing finde ich nice. Ich finde, der Stoff schaut auch hochwertig aus. Hier wurden diese Laces nur angedeutet, das mag ich, das machen wir auch so, beziehungsweise wir deuten es gar nicht an, sondern wir machen einfach prinzipiell keine, weil ich es irgendwie cool finde. Und ja, also Printing finde ich ganz nice. Erinnert mich auch so ein bisschen an diesen Hoodie hier, auch mit der amerikanischen Flagge. Da gibt es ja Leute, die feiern den extrem. Also, wer feiert denn nicht? Aber Freunde, freut sich schon drauf. Ende Oktober ist dann endlich soweit. Ja, check mein Instagram ab. Und das war der erste Hoodie. Leider, ein Fehlkauf, ein bisschen zu groß. Aber an sich vom Design wirklich ein cooler Hoodie. Dann hatte ich ja in meinem die besten Hoodies für den Herbst Video auch einen Hoodie von Urban Outfitters vorgestellt. Und zwar nämlich einmal diesen hier. Ja, auch der wurde sich bestellt. Ja, den fühle ich ehrlich gesagt nicht. Der ist mir schon zu verspielt. Alles, was ich vorstelle. Der ist quasi, als würde Alice im Wunderland eine Street-Style-Marke gründen. Stelle ich auch mit einem guten Grund vor. Ich habe ihn nämlich auch bestellt. Das wäre einmal der Hoodie hier. Finde ich sehr, sehr geil. Also mir gefällt der Backprint wirklich sehr gut, vorne ist der eigentlich ziemlich clean, die Quali ist auch ganz okay, ist jetzt keine Bombenquali, der kostet... Das ist schon wirklich so kindergewandt, finde ich, vom Design her. Klar, man kann es bunt und verspielt und so weiter machen, liegt auch voll im Trend, aber das ist schon wieder ein bisschen zu viel, Urban Outfitters, wir haben es probiert, aber beim nächsten Mal. Glaube ich 50 oder 40 Euro, habe ich eine Size L genommen und ja, der Backprint gefällt mir ganz gut. Ich weiß noch nicht so ganz, ob ich den behalte, ich habe nämlich eine Size M dort genommen und ich hätte, glaube ich, lieber eine L nehmen sollen, weil der ist mir ein bisschen... Auch das, finde ich, passt. Ich weiß nicht, was der immer hat. Zieh das noch ein bisschen rauf. Es haut doch hin. Also, den Jan verstehe ich nicht. Jetzt habe ich zwei Hoodies gesehen. Habe ich jetzt kein Problem beim Fitpick gesehen. Aber nice, dass er sich die Mühe macht, extra ein Foto aufzunehmen. Kurz. Vielleicht war ich auch schon mal schauen. Ja, das Cropped hast du aber bei Represent auch. Deswegen bestelle ich bei den Hoodies meistens XL statt L. Aber vielleicht wird er auch zurückgeschickt und sich eine L bestellt, weil ich will ihn auf jeden Fall haben. Nur der ist mal ein bisschen zu kurz, aber auch ein sehr... Ich finde, der geht fit. Cheat wahrscheinlich, oder? Chat, was meint ihr? Findet ihr den zu kurz, zu klein oder... Cooler Hoodie für 40, 50 Euro. Macht ihr da auch gar nichts falsch. Da ich leider wirklich keinen Bock habe mehr zu warten und die Pakete endlich auspacken will, würde ich sagen, fangen wir mit dem allerersten Paket und zwar nämlich einmal diesen hier von Ask Yourself, auch diesen Hoodie. Ask Yourself, momentan sehr beliebt, ein Designer aus... Ah, scheiße. Ich glaube aus England, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Mega gehypt momentan. Sieht man auch an der Schrift, die jetzt haben. Ihr werdet vielleicht Parallelen jetzt sehen, wenn er sich diesen einen Ask Yourself mit dieser verspielten Schrift geholt hat. Gibt es Parallelen zu einem aktuellen Modell aus der Peso-Kollektion, was die Schrift betrifft? Habe ich im Video vorgestellt und ich hoffe, der passt mir. Ich hoffe, der ist nice. Deswegen würde ich sagen, packen wir das Ganze. Ich habe aber keinen Plan, wie lange Ask Yourself dieses Design schon hat. Von dem her kann ich dazu nichts sagen, ob das inspiriert ist oder sonstiges. Hier einmal aus. Ich habe noch nie was von Ask Yourself bestellt. Wie heißt der YouTuber? Jan heißt der.
Sehr sympathischer Kerl. Keine Ahnung, wie der Hoodie ist, aber auch der Link dazu, gerne in der Beschreibung, könnt ihr gerne abchecken. Hat gekostet 150 Euro, ein bisschen mehr Geld, deswegen bin ich gespannt. Ja, auch die Preise von 150 Euro, ähnlich wie M&M das macht. Würde mich interessieren, was er jetzt zur Qualität sagt, weil ich habe selber nichts. Der ist, okay, das kommt uns einmal hier so entgegen mit so einer. Okay, aber Karton, einfach normaler Karton, ich muss mir das ja mit meinen Verpackungen einfach noch überlegen. Ask yourself, Karte und ich einmal den Hoodie, ich würde sagen, die Karte kann ganz kurz weg. Dann packen wir einmal den. Findet ihr solche Karten nice? Kurze Frage, weil ich scheiße auf solche Karten komplett. Also wenn das ankommt, werfe ich das direkt in den Müll, schaue es mir nicht mal an. Deswegen verzichte ich auch bei M&M auf solche Karten und Sticker und sonstiges. Aber gibt halt. Einfach mal rülpsen, oder? Kann man machen. Aber es gibt ja sehr viele Leute, Kartenwurscht, oder? Aber Sticker mögen schon viele, weil viele kleben sich das zum Beispiel aufs Handy und das ist halt einfach Gratis-Werbung. Wisst ihr, was ich meine? Den Pulli aus. Ja, passt, machen wir Sticker mit der nächsten Kollektion. Ist besiegelt, nachdem ich das bei einem gelesen habe, okay? Also, wer war das? Endtrix, du hast jetzt einfach entschieden, dass es für die nächste Kollektion Sticker gibt. Nachdem ich eine Nachricht gelesen habe, habe ich es direkt entschieden. So. Hier hatten wir den Hoodie und ich muss sagen, die Qualität. Oh. Kommen neue Handyhüllen, safe nicht. Unnötig, diese Handyhüllen. Ich schwöre, ich habe noch 500 Stück oder so liegen. Und auch der Print fühlt sich schon. Okay, ja, merkt man gleich vom Print, dass das sehr hochwertig ist, auch vom Klang jetzt. Sehr, sehr gut an. Das wäre einmal der Hoodie, vorne mit diesem gelben Ask Yourself Design. Finde ich sehr. Ja, schaut wild aus. Ja, sehr clean und dezent, finde ich, kommt geil. Dezent. Dezent ist für mich was anderes. Bruder. Und auch der Backprint hinten mit diesem. Okay, ja, das finde ich cool. Ja. Ask Yourself, finde ich, kommt sehr gut. Aber ich finde jetzt keine künstlerische Meisterleistung, was das Design betrifft bei dem Hoodie jetzt. Ein eher basic, würde ich sagen. Ich sehe nur gerade, wenn man es erkennen kann. Der ist sehr cropped, oder? Und sehr breit. Der ist ein bisschen kurz. Ja, der ist ein bisschen kurz. Ja, bin ich gespannt. Na komm. Okay, passt. 2 Millionen Sieger. Wasserflasche, aber eine, die voll. Die Quali ist sehr gut, auch ein dicker Stoff. Der ist schwer, der Hoodie. Sehr, sehr geil. Der sieht aber ein bisschen kurz aus. Ich blende euch hier mal ein Fitpick ein, wenn ich gleich welche machen gehe. Dann schreibt. Also, ohne Spaß jetzt, da fand ich die ersten zwei vom Fitting her noch besser. Ab da wird es irgendwie wie so ein Kartoffelsack, finde ich jetzt. Das müsste ein bisschen taillierter sein und unten ein bisschen enger, nach meinem Geschmack. Auch wenn man so nach hinten sieht, dann wellt sich das so ein Stückchen auf und das wirkt dann da schon zu kurz. I don't know. Ich glaube, ich habe irgendwie drunter, ob der mir zu kurz ist oder nicht. Ich denke mal, der wird mir vielleicht ein bisschen zu kurz sein. Boah, der sieht echt kurz aus. Aber wir sehen es dann, wenn er mir zu. Vom Schnitt her nicht mein Fall. Kurz wird er zurückgeschickt, dann wird schon ein Size L bestellt. Ich habe nämlich hier eine Size M. Und ja, Fitbit habt ihr ja gesehen. Das ist zum Ask Yourself Hoodie. Ich hoffe mal, dass der sitzt. Das ist schade. Jetzt hat er schon 3 Hoodies, die ihm nicht wirklich fitten. Laut ihm. So, kommen wir jetzt. Sag schießen, Alter. Ziehst 3 Hoodies an. Alle Arsch. Oh. Absolut. Wisst ihr noch, wie ich dieses Ed Hardy Unboxing gemacht habe? Und alle 3 Shirts waren einfach. Skinfit Laufshirts. Great Piece. Und ich bin wirklich mega, mega froh, dass ich mir diesen Hoodie kaufen konnte und auch gefunden habe. Ein M&M Hoodie. Wir haben hier nämlich einmal den CPFM. Das ist der, von dem ich gesprochen habe. Den finde ich wirklich sehr, sehr nice. Der schaut auch nicht so cropped aus. Ye must be born again Hoodie habe ich. Und das ist die Schrift. So ein bisschen an Spoiled Youth. Hoppla. Jetzt darf mal da fast wieder einer auskommen. Youth natürlich, nicht Youth. Nicht so wie Young, aber okay. Finde ich sehr cool von diesem. Weil das ist auch kein Schwarz, das geht schon fast in so einen ausgewaschenen Braunton rein. Habe ich schon so ein bisschen gespoilert, deswegen folgt mir auf Instagram. Ja, was soll ich bloß sagen? Aber von welcher Marke ist der jetzt? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das ist der CPFM Hoodie. CPFM, okay. Ist die OG-Version. Ja, der auf StockX und den ihr meistens auch seht, ist nicht die OG-Version. Das sind so neue Versionen davon. Das hier ist der OG. Und das Besondere an dem OG ist nämlich, passt gut auf. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig erkennen könnt, aber. Na. Hier steht nämlich einmal Yeezy. Und zwar ist nämlich der OG auf einem Yeezy-Hoodie. Das heißt, das hier ist ein originaler Yeezy-Hoodie. Also na, wie cool ist das bitte? Also von Yeezy mit guter Qualität, mit unglaublich geilem Fit.
Ja, nur halt vom CPFM, aber es ist ein Yeezy Hoodie. Das ist natürlich Bombe. Mega cool. Und die neuen Versionen sind halt keine Yeezy Hoodies mehr und sind dementsprechend von der Qualität und vom Fit ein bisschen anders. Und ja, das wäre der Hoodie, mit dem ich am meisten zufrieden bin. Wie sind privat Jan und Gianni sehr sympathisch? Ich mega drauf gefreut habe, auch aus dem Hoodie-Video, wo ich den auch vorgestellt habe. Jetzt habe ich ihn mega, mega geil. Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal das zweite Paket auf. Und das wäre nämlich von meinem Represent Plug. Grüße gehen raus an Julian, der mir da immer gute Prozente bei Represent geben kann. Und ja, das ist ein Zip-Hoodie, der vor kurzem gedroppt ist. Ich glaube vor, ja, also vor... Zip-Hoodie, mega nice. Überlege ich auch mit der MEM, mit MEM bald einen Zip-Hoodie zu machen. Allerdings dauert das bei uns immer 3 Monate. Wenn wir Produktentwicklung machen, ein neues Produkt herausbringen wollen, im Sinne von... Jetzt machen wir mal einen Zip-Hoodie, dann dauert diese Produktentwicklung einfach 3 Monate. Das heißt, ich muss schon im Frühling, für die Frühlingskollektion vorsagen. Ein, zwei Wochen ist der gedroppt, fand ich erst richtig, richtig hässlich, aber dann, umso öfter ich den gesehen habe, fand ich den so geil. Das ist nämlich ein sehr, sehr lauter Zip-Hoodie, der hat sehr, sehr viel Print drauf, der ist komplett voll geprintet und deswegen fand ich den erst richtig scheiße, aber dann, wo ich so Fitpics und alles gesehen habe. Ja, das ist ja bei meinem Represent Zip-Hoodie, den ich mal vor kurzem geholt habe, genau. Laut und da ist auch relativ viel drauf los, aber ich finde den einfach nur sehr, sehr geil. Also ich finde den absolut nice, auch Fit-Hair, vom Fit-Hair ist wirklich Bombe. Ah, bin ich mega begeistert davon. Gell? Wollte ich nochmal gesagt haben. Hallo, grüß euch, servus. Sucht es wen? Sucht es irgendwen? Na? Na? Nicht? Na gut. Da dachte ich mir, Alter, den brauchst du. Ach, scheiße. Wir packen das alles mal weg, Messer weg, hier ist die Tüte, kann direkt aus der Tüte auch raus. Represent, na sicher! So. Ach so, er hat sich den gleichen Zip-Hoodie geholt, oder was? Und hier, bin gespannt, wie der na. Ist. Na! Geil. Boah, geil. Hätten wir einmal den... Represent Zip-Hoodie. Ihr könnt ja, den finde ich ganz schlimm. Also furchtbares Ding. Hat Jan wieder mal gar keinen Geschmack bewiesen. Sehen, der ist komplett voll geprintet. Der Print ist so ein bisschen fragwürdig, aber ich finde diese Farben, weil die so alle so ein bisschen blasse, die könnt ihr das ein ganz... Ja, aber ich muss ganz ehrlich... Aua! Freunde, das war so ein Scheiß, dass ich meine Kopfhörer ruiniert habe. Ich muss schon dazu sagen, ich habe das Shirt auch. Und beim Shirt ist es so, dass die zuerst das Shirt gewaschen haben. Und dann erst das Printing draufgegeben haben. Beim Hoodie ist es so, die haben zuerst das Printing draufgegeben und dann den Hoodie gewaschen. Und dadurch ist das Printing beim Hoodie viel ausgebleichter, kann man hier auch schön sein, als beim Shirt. Und wenn man beides gleichzeitig anhat, was man nicht unbedingt machen muss, aber wenn man einfach eins mit dem anderen vergleicht, dann finde ich das, wo es nicht so ausgewaschen ist, schon besser. Blasses Blau, blasses Rot, blasses Gelb. Den mussten die... bei ihm ist aber ein Fehler passiert, sehe ich gerade. Das ist ein ganz blasses Blau. Das gehört nicht so. Das soll so eigentlich nicht sein. Das ist bei mir auch nicht so. Aber... Ja, weiß ich nicht mehr, was ich sagen will. Blasses Rot, blasses Gelb kommen unfassbar krass auf diese Hoodie. Auch die Qualität. Represent halt ist einfach wieder geisteskrank. Ihr könnt sehen, an der Kapuze sind überall so ein bisschen, ja, die ist überall so ein bisschen distressed. Ah, das soll so eigentlich auch nicht. Na, Spaß. Unten ist der auch überall so ein bisschen distressed, wenn man es erkennen kann. Hat so ein komplettes Vintage-Design, der ist sehr ausgewaschen in so einem geilen Grau. Sehr, sehr geile Quali, sieht mega geil aus. Ich würde sagen, den ziehe ich auch einmal direkt an. So, zack. Und, sieht jetzt wahrscheinlich mega scheiße auf dem Shirt, aber das hier wäre einmal der Represent Zip-Hoodie. Kann sein Feedback macht, ist mega geil, passt perfekt, ist ein Size L, ist, soweit ich weiß, da schon ausverkauft. Das stimmt nicht. Ich habe vor kurzem reingeschaut, da war er noch nicht ausverkauft. X-Small, ja, gibt's noch, Small gibt's auch noch, Medium ist aus, Large ist aus, X-Large ist auch aus, aber Small gibt's noch. Okay, na gut zu wissen, jetzt wisst ihr das auch. Beziehungsweise halt von Personen, die den verkaufen, finde ich sehr geil. Das wäre der Zip-Hoodie und hat gekostet Retail 200 Euro. Ich habe ein bisschen weniger gezahlt, dank Julian. Grüße gehen raus. Und ja, das wär's zum Represent Zip Up. Mega, mega geiles Teil. Kommen wir jetzt zum letzten Hoodie. Und da muss ich sagen, ganz klare Empfehlung von mir. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Marke heißt. Ich weiß es nicht. Ich werde euch den Hoodie in der Beschreibung verlinken und werde dann einfach schreiben 1A Hoodie. Okay, da wird dann 1A Hoodie in der Beschreibung stehen. Da kommt dann ein Link und da ist der Link zu dem Hoodie. Sehr, sehr geiles Teil. Hat, glaube ich, gekostet 80, 90 Euro. Das hier wäre der Hoodie. Finde ich mega, mega geil. Ist auch in so einem Washed Grey.
Hat eine sehr, sehr geile Quali, einen sehr, sehr geilen Fit. Fit-Pick blende ich euch hier mal ein. Und ja, finde ich sehr clean. Ich finde dieses Grün sehr cool. Ja, geht. Und halt wie gesagt, dieses Wash Grey hat einen sehr, sehr geilen Fit. Ist nicht unfassbar teuer, hat eine gute Qualität. Kann ich euch mal empfehlen. Was kostet er? Und ja, den habe ich mir auch gezogen. Finde ich sehr geil. Und das wäre es auch zu meinem letzten Hoodie-Pickup. Vorne steht einmal drauf, A Bliss When We Shine. Nur mit so Sternen, so einem grünen Print. Finde ich sehr clean. Und das ist auch, ja, zu meinem letzten Hoodie-Pickup. 90, okay. Ich euch empfehlen kann. Hab ihn das Size M übrigens genommen, ist das Size M. Ja, sehr, sehr witzig. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass Jan ein bisschen größer ist als ich und ich trage L, aber vielleicht ist er auch dünner. Geiles Teil. So, dann wäre es das, glaube ich, auch mit diesem Video gewesen. Das war ja, cooles Video auf jeden Fall. Bei Jan vorbeischauen, Freunde. Sehr nice Hoodie ist auf jeden Fall am Start.